Und hier mit Herz, komm YouTube wieder bei uns. Mein Name ist Star Trek und willkommen zu meinem heutigen League of Legends Live Commentary. Heute mit der wunderschönen Facecam. Ihr seht, ich habe die Haare ein bisschen kürzer als das letzte Mal, das stimmt wohl. Wie gesagt, Schlussfolgerung davon war, dass ich beim Friseur war. Gebe ich euch leider recht. Ja, ich komme gerade frisch von der Schule. Heute ist mal wieder schön am Montag, ne? Da sieht man auch schon an meinem Haar. Ich habe mir wieder richtig schön viel Mühe gegeben. Ist aber auch YOLO egal. Ich habe so lange kein Yasuo gespielt und ich habe gedacht, jetzt wird es einfach mal wieder Zeit, dass ich ein Yasuo spiele. Ich habe ja in letzter Zeit viel Nidalee gespielt. Ich finde, Nidalee ist zurzeit echt einer meiner Lieblingschamps. Nach dem Patch fand ich sie halt immer... Sie war halt nicht mehr mein Ding, weil ich war ja immer so der Nidalee-Spieler, der versucht hat, mit Sperren zu töten und nicht mit... ja, Fernangriffen wie Autotex oder mit dem Cougar. Jetzt wiederum macht es mir wieder richtig Spaß. Und heute habe ich mir überlegt, machst du mal wieder ein Yasuo-Gameplay? Habe ich ja wirklich lang nicht mehr gespielt. Also ich weiß nicht, wann war das letzte Mal, als ich Yasuo gespielt habe? Keine Ahnung, wo ich das Commentary gemacht habe. Chris ist 18, oder? Und wir haben jetzt heute den 31. November. Oder ist heute schon der 1. Dezember? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Nee, heute ist der 1. Also heute ist der 1. Dezember. Ja, ich komme damit immer durcheinander, Jungs. Und Mädels. Ich muss mir abgewöhnen, immer Jungs zu sagen, weil es gibt ja auch weibliche Zuschauer, die fühlen sich dann immer von mir angegriffen. An die kleine Anzahl an Mädels da draußen, es tut mir leid. Seid mir das nicht böse. Ich habe ein kleines Problem hier gerade in der Mitte. Nicht, dass ich gerade meinen Midlane-Partner vermisse. Sondern ich spiele angeblich gegen einen Zylian. Und Zylian gegen einen Yasuo ist echt Horror. Also, da bringt mir die Wall nix. Da bin ich mal gespannt. Also schauen wir uns mal das Gegnerteam an. Wir haben eine Vayne und einen Blitzcrank auf der Botlane, die gegen einen Kog'Maw und gegen einen Alistar spielen. Der Alistar ist auch noch AFK, so wie es aussieht. In der Mitte ich, Zylian... Also Zylian gegen Yasuo, also dementsprechend meine Wenigkeit. Und auf der Toplane haben wir einen Trundle gegen einen Garen. Da bin ich mal gespannt, wer da so dominiert. Und da ist er auch schon. Das wird so abfuckend werden, Jungs und Mädels. Hier erstmal schön mein Schild rausgeprockt, das hat er gut gemacht. Und jetzt kommt die erste Bombe. Moment. Komm. Komm, gib sie mir. Ich weiß, dass du es willst. Ich hasse Zylian. Ich hasse ihn über alles. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Zylian in der Mitte. Das ist wirklich ätzend. Und jetzt fällt mir auch auf, dass ich gar keinen Pot gekauft habe. Ja, komm. Na, gute Wave von mir, gute Wave. Und selbst wenn ich gleich unterm Tower farmen möchte, wird er mir... die Bälle rasieren. Aber mal nicht parallel, sondern gleichzeitig beide. Ja, da ist mein Schild wieder weg. Die Wave von dem Minion da hinten mit dem... Ah, doch nicht. Ja, super. Von der Wave kriege ich wahrscheinlich zwei. Da ist der erste. Dich mache ich alle, Alter. Scheiße. Ich habe meinen Ignite schon raus. Hat der auch Ignite? Ja. Sicher hat der auch Ignite. Warum frage ich auch noch so doof? Stark von mir. Guter Coup. Noch so ein Ding. Supergeil. Ah, ich glaube, ich bin Best Yasuo EU West gerade. Ich will mein Shield nur beibehalten, bevor ich den jetzt engage. Aber wenn ich noch länger warte... habe ich ein Problem. Noch habe ich den Level Advantage. Ah, der wäre wichtig gewesen. Ja. Gute Bombe von dir. Ich habe die Windwall jetzt mit Absicht gemacht, weil das so die einzige Möglichkeit, wo ich die Windwall effektiv benutzen kann. Und das ist, wenn er mich versucht, Auto zu attacken, damit ich mein Shield verliere. Also dementsprechend
muss ich aufpassen, dass ich mein Shield beibehalte, ihn vielleicht mit so ein paar Wirbeltornados treffe. Aber davon habe ich noch nicht einen getroffen. Ja, jetzt ist mein Shield nämlich raus. Klar, wenn es darum geht, Minion zu farmen. Ja, die habe ich jetzt mal ordentlich bekommen. Habe ich mir erstmal schmecken lassen. Er hat noch Ignite. Und ich weiß nicht, ob er Mana für zwei Bomben hat. Das ist so das, worauf ich gerade spekuliere. Mein Minion-Farm, Alter. Wenn ich schaffe, würde ich gerne versuchen, schnell Level 6 zu werden. Und ihm dann die gepflegte Combo ins Gesicht zu donnern. Oder mal wenigstens ein bisschen... Weil die einzige Chance, wie ich ihn harassen kann, ohne dass er mich attackt, ist mit diesen Tornados zu treffen. Meine Güte. Und der hat genug Mana. Und wenn da noch ein Ignite kommt... Ich glaube, wenn er flashen würde, nachdem er mich auto-attackt hat und ich kein Shield habe, müsste er mich eigentlich easy killen können. Glaube ich. Okay, das ist mit Schild. Das müsste nicht so wehtun. Oh, ich hatte Dings. Oh, jetzt sind wir beide Level 6. Ey, ist ja gay. Ja, jetzt kann ich ihn sowieso nicht killen. Ja, ist okay. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, kostet Zylians Ulti überhaupt Mana? Das ist jetzt eine dumme Frage, aber... Weil, wenn... Müsste das eigentlich funktionieren, was ich jetzt hier vorhabe. Ich hätte ihn ulten sollen. Ich hätte ihn einfach ulten sollen. Oh shit. Oh, jetzt gibt's die Gang. Ich komm nicht ran, sorry. Oh, Baby! Den hat er sich jetzt erstmal ordentlich verdient. So. Erstmal einen sahnigen Burst ins Gesicht bekommen. Hat er auch gar Ich weiß nicht, hat er die Chance zu ulten, wenn ich ihn in der Ulti drinne habe? Das ist so, weil ich habe ihn ja gerade mit diesem Finisher gekillt. Und jetzt ist meine Frage, ob er dann noch Zeit hat, die Ulti zu setzen. So, das heißt, wenn ich den Wirbel drauf mache, ihn dann ulte, ist er ja eigentlich für einen Moment gestunt, oder? Sehe ich das richtig? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Kill und er nicht. Und ich fühle mich gut. Und das ist toll. Farmmäßig bin ich voll am Arsch, aber er auch. Er hat halt jetzt die Träne, ne? Das wird mir jetzt... viel kosten. Ah, vielleicht engage ich mal drauf. Guter Engage von mir. Ja. Hätte der Wirbel noch getroffen, wäre es Wurf gewesen. So wiederum ist es das eher nicht. Ich versuche trotzdem noch so wenig Bomben wie möglich abzubekommen. Ja, da ist das Ding. Habe ich das schon mal raus. Kein Mana mehr. Ja! Nein! Scheiße! Okay. Er hat kein Ignite mehr. Ich auch nicht. Er hat keine Ulti mehr. Die Ulti hat, glaube ich, einen Cooldown von auf Level 1. 120 Sekunden, würde ich schätzen. Bin ich mir eigentlich fast sicher. Das heißt, ich habe hier vielleicht jetzt einen kleinen Advantage. Nutzen wir ihn aus. Ja, Schuhe sind jetzt natürlich wichtiger als ein Crit-Item. Sollte ich natürlich auch beibehalten. Also, dass ich... Ich weiß, es ist manchmal verlockend, auch als AD-Carry, wenn man nicht genug Gold hat für ein BF-Sword, keine Ahnung, 1400 Gold und die Pickaxe schon hat, dass man sich dann, keine Ahnung, 3 Dorans oder so kauft. Ah, dann würde ich mal lieber nur 400 Gold für ein paar Schuhe ausgeben, also 325. Oh, er hat keine Bomben mehr. Ah, immer schön, wenn er keine Bomben hat. Oh! Nö!
musste ich flashen. Ich habe gedacht, ich krieg die Sonic Wave gedodged, aber der war viel zu nah an mir dran, dass das geklappt hätte. Dementsprechend jetzt nur noch mit dem Q-Farm, den Lifesteal durch die Dorans mitnehmen. Und dann müsste das funktionieren. Also wenn er die Ulti jetzt da drauf kriegt, ne, das wäre wunderschön. Mann. Hauptsache, er geht nochmal hin und smitet ihn. Na, ich wollte ihn jetzt nicht ulten. Das wäre irgendwie ein bisschen zu extrem gewesen. Boah, wenn der jetzt einen Hook landet, ne? Wenn der jetzt einen Hook landet, das wäre Dream. No one saw that. Auf jeden Fall wieder genug Leben, um zu fighten. Blitzcrank roamt einfach mal. Knock ihn doch hoch, Alter! Meine Güte. Oh. Ach, komm schon, Warwick. Dude? You serious? Alter Vater. Guckt euch mal an, was mein Team macht. Wir stehen hier zu fünft und holen hier einen nacheinander raus. Gutes Team, gutes Team. Hat man selten. Static ist sicher. Jetzt kann es losgehen mit dem Burst. Danach KDU und dann explodieren die Gegner einfach. So eine richtig, richtig schöne Glaskanone bist du dann als Yasuo. Macht zwar unheimlich viel Damage, aber wenn du gestunt wirst, bist du am Arsch. Hättest du... Wow. Die ist davon gekommen. Ich hab... nichts. Oh, du bist so am Arsch. Ich habe einen Kill bekommen durch mein Static, ich glaub's nicht. Ach du Kacke. Nein, der eine Tower Shot. Der eine Tower Shot hat mich getötet. Nein. Natürlich habe ich auch extrem viel Schaden durch den Tower bekommen. Majestaut, ich habe vom Alistair nicht viel bekommen. Von ihm einen Q. Und von ihm die Time Bomb. Bis zu 1422 Leben. Fehlt aber noch einiges. Und das haben wir dem guten Tower hier zu verdanken. Danke dir. Hast einen guten Job gemacht. Nächstes Mal greif doch einfach mal hier ein Jungle Camp an oder so. Haben wir alle mehr von. So, jetzt überlege ich gerade, ob ich wirklich auf Berserker Boots gehen soll. Na, ich glaube, am liebsten wäre es, wenn ich mir hier die Magic Resist Schuhe hole. Weil ich finde, Berserker Boots als Yasuo ist nicht wirklich Wurf. Also, ihr macht halt sau viel Schaden durch eure Fähigkeiten, aber die hängen nicht davon ab, wie viele Attack Speed ihr habt. Also, es geht ja nicht darum, wie ein AD Carry schnell anzugreifen und hier Spektralschlag zu machen, das wäre ja Quatsch. Dementsprechend gehe ich jetzt mal auf die Magic Resist Schuhe, habe ich vielleicht gegen den Zylian ganz gute Karten. Ja, der hat doch Bock. Ich sehe es ihm doch an. Die Hure. Ja, seht ihr, das macht halt so viel Schaden nur noch. Also war schon eine gute Investition hier auf. Ja. Naja, ist okay. Seine Ulti ist raus, er hat immer noch wenig Leben. Eigentlich alles richtig gemacht, würde ich sagen. Jawohl, nutze eine Bombe dafür, das hast du gut gemacht. Ja, nimm mit. Schade. Ah, dieses Shield, ne, das kotzt so an.
habe keinen Ignite. Ah, ich mache noch so. Berserker-Boots wären hier so komplett wasted gewesen. Bin ich froh, dass ich doch die Magical Tool geholt habe. Oh! Guten Morgen! Oh, noch ein Lee Sin. Stark. Oh! Oh! Zieh ein bisschen. Kann ich mir nicht mehr einfetten? Doch, kann ich noch. Oh, fuck. Scheiße. Der Bait war scheiße. Das habt ihr nicht gesehen. Ich hab nicht gedacht, also ich hab mir schon vorgestellt, dass der Lee Sin hier in dem Bereich irgendwo sein muss, weil hier ist der Ward und da habe ich nur Kog'Maw gesehen. Hm. Die Windwall, die von mir nicht gekommen ist, war auch atemberaubend. Naja, wir spielen das Spiel ja zum Spaß, ne? Und nicht zum Hardtryen. Nein, im Grunde genommen spielen wir das Spiel zum Hardtryen, ist schon richtig. Oh, boah, da gibt's erstmal den Kog ins... den Baseballschläger ins Gesicht, das wollte ich sagen. Komm, komm, beiß ihn, ich weiß, dass du es willst. Oder hau einfach drauf. Ja, stirbst trotzdem durch, Kopf. Oh! Oh! Oh, das hat wehgetan. Oh. Sorry, Blitz. Komm ich nicht ran, ey. Oh. Oh. Dude, bist du am Arsch. Ich muss B gehen eigentlich. Ja. Lee Sin ist tot, vielleicht ist der Blue Buffer da. Mal hier den Fake One. Würde ich mir den nämlich mal gönnen. Oh, toller Blue Buffer. Okay, wir haben einen Dragon in der Zeit gehabt. Kann ich den eigentlich hochmachen? Ja. Wow. Das ist uncool. Das ist halt jetzt echt uncool. Kog'Maw steht 9-5. Oh, scheiße. 9-5. Kog. Oh, shit. Oh, shit. Deren Jungler ist nicht da. Dude, geh doch einfach aus. Auf was wartet der denn? Alter! Welcome to Grass of Fire. Ja, Flash! Instead of running around the circle. Ist das jetzt sein Ernst gewesen? Er hatte doch genug Zeit, hier einfach außen rum zu laufen. Jetzt mal. Oh, man. Ja, tut mir leid, auf die Distanz kann ich leider nicht ulten. Komm her, Blitz. Nein! Warwick. Warwick farmt einfach. Alter, bekommt er das überhaupt mit? Ach du Kacke. Och nö. Oh nein.
der Warwick, ey, der macht mir echt Bange, ey. Also da war natürlich mein Fehler, dass ich den scheiß Kuh nicht getroffen habe, da stimme ich euch zu, aber... Er steht einfach hier und fahnt, während hier der größte Fight abgeht. Scheiße. Jetzt ist nämlich genau das Problem, was ich euch vorhin berichtet habe. Ich habe halt diese 1000 Gold und brauche halt das BF-Sword. Da ist es halt verführerisch, schon mal die ganzen anderen Sachen zu kaufen, aber wirklich, spart euch da euer Geld und kauft euch dann auch das BF-Sword. Habt ihr mehr von, als wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, mir Lifestyle kaufen würde oder sonst was. Jetzt habe ich wieder zwei Items, die unangefangen sind oder unvollendet. Stehe ich da. Ja, hier, er ist da. Oh, Baby! Alter, ist das dein Ernst da? Schön. Ey, der war drauf. Beginn, Baron. Hallo, Baron. Jungs. Alter, hat euch jemand ins Hirn geschissen? Was wollt ihr denn da vorne? Nimm das da und geh nach da. Kann doch nicht so schwer sein, Alter. Meine Güte, wir haben einen Warwick. Und jetzt einfach nur noch smiten, Warwick. Einfach nur smiten. Dankeschön. Haben wir alle ganz toll gemacht. Hier, dann holt euch noch jemand den Farm da oben. Wenn möglich nicht Blitzcrank. Okay. So. Herzlichen Glückwunsch, Warwick. Du bist es wieder. Fick. Okay. Besser nicht. Schauen wir mal, wie viel Armor die Gegner haben. Die haben auf jeden Fall genug Armor, dass ich mir einen Last Whisper jetzt direkt danach kaufe. Garen hat gut Armor. Zylian hat Armor. Eigentlich hätte jeder Armor. Dann könntest du bitte vom Tower runternehmen? Das wird mir gefallen. Boah, das wäre eine Ulti wert gewesen, ey. Uff. Hätte ich nicht ulten können. Was soll denn das? Darf ich mitspielen? Bitte? Danke. Oh Mann, ey. Hallo? Würdest du? Blitzcrank? Dankeschön. Er steht einfach und wartet. Was will der denn von mir? Verstehe ich gar nicht. Boah, holt euch doch einfach den scheiß Dragon, ey. Wenn er den jetzt smitet, ne? Hat sich Blitzcrank den gekrallt. Ja, Ladies. Hallo. Alter, ist das jetzt hier sein Ernst? Ja.
Der hat doch irgendwas geraucht, der Typ, oder? Oh, Baby. Oh, ich bin Legendary. Naja, dann warte ich so lange hier mal auf unsere Ninja. Ich meinte die Homeguards. Das ändere ich darauf, das ändere ich darauf und dann haben wir mal wieder eine schöne Handtasche. So, und jetzt geht nämlich der Lee Sin gleich nochmal rüber. Schön die ganze Bombe aufs ganze Team verteilt. Jawollo, und jetzt kommt Blitzcrank nämlich. Mit mir gibt es die volle Breitseite. Pass mal auf. Oh, er ist rüber geflasht. Lass gut sein. Wollte ich mir nicht eigentlich Dings kaufen? Last Whisper oder so? Wird wahrscheinlich mehr Sinn machen, als das, was ich jetzt hier gerade versuche. So habe ich halt den Lifestyle, aber... Ne, mal schauen. Ulti habe ich eh wieder 29 Sekunden wieder den Kopf, mal kriege ich one-hitted. Davon bin ich überzeugt. Alter, nein, möchte ich nicht. Vor allen Dingen, ich habe eine Crit-Chance, glaube ich, jetzt von 100%, ja. Ist halt, wenn ihr in den Runen irgendwie 5% drin habt, habt ihr am Ende 100. Das war ein Coup. Die Waldfee. Hätte ich den Kuh getroffen, ne? Das wäre ein Triple Kill allein mit so einem scheiß Tornado gewesen. Das sähe so geil aus. Ja, ich mache so viel Schaden gerade. Das ist unnormal. Nice, Turret is down. Baron in 2 und Dragon in 3. Hier, Blade of the Rune King. Auch ready. Und danach Last Whisper. Und dann denke ich mal, entweder ein Benji's Fail, oder wenn es gar nicht anders geht und ich zu schnell zerpflückt werde, würde ich sagen, gehe ich auf ein Guardian's Angel. Habe ich am meisten von. Ganz im Ernst. So, dann schauen wir mal, was wir mit dem Kopf anstellen können. Die gehen nämlich gerade nach oben und ich tue einfach mal so, als hätte ich das nicht gesehen. Dabei sind die irgendwo hier. Ah, die sind nach ganz oben gelaufen, uncool. Oh, Baby. 2 gegen 4. Brauche ich ihm eigentlich auch gar nicht helfen, weil das wäre Suicide. Ja. Das wäre useless, wenn ich da jetzt auch noch reingerannt werde. Das Einzige, was ich dann mache, ist den unheimlich viel Gold geben, weil ich Legendary bin. Das muss ja auch nicht sein. Also was halt der Plan ist, ist, dass entweder ein blitzenguten Hook auf einen APC oder auf einen ADC landet. Wenn nicht, muss ich den Cock mal im Teamfight fokussen. Alles andere wäre Quatsch. Das war ein Kill von mir, das war der zweite. Und ich habe noch nicht mal Rüstungsdurchdringung, ne? Nur damit wir das klargestellt haben. Fuck! Ja, jetzt habe ich nämlich genau das gemacht, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ich habe dem Kopmar nochmal 600 Gold gegeben. Oder 500. 500. An ally has
oder finisht einfach. Wow. What the fuck happened? Trundle, nein. Einfach raus. Das war worth genug. Kogma ist tot. Jetzt kann ich da so geil engagen. Komm, 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 komm. Komm zu mir. Mhm. Komm halt nicht zu mir. Bleib stehen. Für Strong Burst. Du willst es aber auch wissen, ey. Du kickst mich weg. Oh, da habe ich aber Schaden bekommen, mein lieber Herr Gesangsverein. Knock irgendwas hoch, Blitz. Knock irgendwas hoch, Blitz. Okay, 2 gegen 2 ist okay. Supporter und AD Carry. AP Carry. War ich ja Midlane, aber... Tja, der Tyrion kriegt es aber nicht gebacken, seinen Sonjas zu drücken. Ja, das habe ich in seinem ganzen Spiel noch nicht einmal poppen sehen. So, jetzt habe ich Last Whisper, jetzt beginnt der Spaß. Das Problem ist, ich muss halt wirklich auf den Kog'Maw draufkommen. Also ich habe da wirklich nur eine Chance und das ist den mit dem Shit da zu treffen, damit der genockt wird. Weil so wie es aussieht, schafft es Blitzcrank nicht, dann einen sauberen Hook zu landen, sodass der wirklich da drauf kommt. Bin mal gespannt, den neuen Pot hatte ich noch gar nicht. Grants 25 Attack Damage and Bloodlust for 3 Minutes. Dealing physical damage to champions heals for 10% of the damage deals scoring a kill or assist. Extend the duration of this flask by 30 seconds. Ja. Schmeckt. Schmeckt auf jeden Fall. So, die erkennen das. Oh, ich kann eine ganze Wave damit last hitten. Pass auf, die kommen nämlich jetzt hier von unten. Ja. Oh, nö. My friend, was machst du da? Ich will da nicht drauf. Das ist Selbstmord, was ich da tue. Die Movement Speed klauen. Spin to win. Q nach hinten. Noch ein Q nach hinten. Gut, wir haben alle überlebt. Ich habe zwar kein Blade of the Rune King mehr. Das habe ich gerade zum Schutz benutzt. Ah, das ist okay. Wow. Fuck, ich muss dem Trundle helfen. Help. Oh fuck, da war ein Kopfmann. Den habe ich eigentlich angreifen können. Oh nö. Oh, Baby Triple. Ich komm da raus. Nein, ich komm da nicht raus. Nein. Mach die Solo? Nicht in 100 Jahren. Geh da raus. Nice try. Wenn die hat aber guten Life-Rack, das schon war. So, jetzt überlegen wir mal. Ein Banshees oder ein Guardians? Ich wäre für ein Banshees. Allein aus dem Grund, da die durch den Alistar-Knock-Up und bla bla bla. Also ich würde ein Banshees nehmen. Oder doch ein Randions? Randuins. Das ist jetzt eine wichtige Entscheidung, die ich hier treffen muss. Weil den Damage habe ich, das habt ihr gesehen. Hm. Ich hole mir das da und dann diese Flask. Die will ich mal haben. So. Dann probieren wir das mal. Ja, sieht auf jeden Fall sexy aus. Oh, wir haben den Baron auf jeden Fall bekommen. Vayne steht da. Full life. Warwick macht einfach Jibab-Chi-Chi mit dem Lee Sin. Und jetzt kommt der böse Chris und last hittet. Komm. Nein. Das ist mein Kill. Nein. Dann nehme ich halt den Kog'Maw mit. Und die haben surrendered. Was für Muschis.
Was für heftige Muschis. Naja, das war's eigentlich. Haben eigentlich einen relativ guten Score, 16-5. Grenzt so fast an so eine 3-0er-KD. Also eine 3-0er ist es auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr habt euren Montag gut überstanden. Ich habe meinen gut überstanden. Und ja, sehen wir uns morgen wieder. Ciao.